MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Ja, wie bereits angekündigt, gibt's heute den Kylo Ren Comic, der gestern rausgekommen ist. Der ganze Bums hängt damit an, dass ein Soldat namens Captain Ruffford abgeholt wird. Ein alteingesessener Soldat, er trägt noch die alte imperiale Rüstung, was auch der andere Soldat anmerkt. Aber scheinbar will er es so, er ist ein alter Soldat und trägt somit alte Rüstung, sagt er. Anscheinend musste er noch einmal zurückkommen zum Dienst, denn er sagt, ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal zurückkomme. Nun sehen wir Ben Solo am Meditieren, er zieht sich an, weil sie da sind. Und der Admiral sagt, sie haben ein Zelt aufgestellt für die Verhandlung, also die, mit denen sie verhandeln werden, haben das. Und Kylo vergewissert sich nochmal, ob die Streitkräfte bereit sind für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Ja, das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich finde die Zeichnung, by the way, richtig komisch. Dort hat er so relativ dünne Arme. Und jetzt vergleicht das mal hiermit. Hätte man irgendwie schon sehen können. Naja, egal. Jedenfalls fragt Kylo Ruffford, du bist der Einzige, der den letzten Kampf hier überlebt hat. Wie hast du damals überlebt? Er antwortet im Prinzip einfach simples Glück. Kylo bezweifelt das aber und deswegen soll Ruffford mitkommen und ihn beraten. So genau wird aber nicht gesagt, wo das überhaupt ist. Am Anfang stand da ja einfach nur Wild Space im Comic. Jedenfalls machen sie sich da dann auf zum Zelt und man sieht, wie sich Kylo jetzt wieder mit Vader vergleicht. Er sagt erstmal, hier wo Vader gefailt hat, werde ich erfolgreich sein. Ruffford antwortet aber, ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass er gescheitert ist, denn er hat sie damals unterworfen. Jedenfalls gehen die dann weiter zum Zelt, zu den sogenannten Benathi. Kylo fragt, was muss ich über die Benathi wissen? Ruffford sagt, sie sind eine stolze und sture Spezies, die Größe und Stärke über alles werten. Und deswegen bin ich gekommen, sagt Kylo selbstbewusst. Ruffford antwortet, oh ja, da sind aber größere Dinge als du. Und da hat er absolut recht, sie stehen jetzt vor König Christoph, der einfach mal eine Kette aus imperialen Helmen hat. WTF. Jedenfalls, er bietet Kylo einen Sitz an, doch er möchte nicht wie ein Kind aussehen, sagt er. Er kommt auch direkt zur Sache, er sagt zu König Christoph, du hast alles Leben auf 4 Planeten in der Nähe ausgelöscht. Der sagt einfach, es waren kleine Planeten. Doch Kylo sagt, du expandierst, du wirst damit aufhören. Christoph antwortet, ich erinnere mich, als das letzte Mal einer wie du mit Forderungen ankam, er war größer und viel beeindruckender. Er hat unseren letzten König getötet, aber selbst er konnte nicht ankommen gegen unseren Gott. Jedenfalls, Kylo beharrt darauf, dass sie aufhören müssen zu expandieren und wendet sogar den Geistestrick mit der Macht an. Doch Christoph antwortet nur, dass er nicht überzeugender ist, wenn er sich wiederholt und alles nur langsamer sagt. Also kurz gesagt, der Trick hat nicht funktioniert. Ruffford sagt, dass er Kylo nicht nerven sollte. Christoph fragt, warum sollte ich das nicht tun? Und ja, die Antwort kommt dann in Form eines Lichtschwertes in seine Fresse. Ja, Kylo macht dann halt mit dem Rest auch kurz einen Prozess. Ruffford erinnert ihn nochmal daran, dass das eigentlich eine Verhandlung werden sollte und dass es halt schwer ist, mit Toten zu verhandeln. Doch Kylo antwortet nur, wirklich? Ich habe keine Einwände gegen meine Forderungen gehört. Jedenfalls dann vor der jetzt beginnenden Schlacht sagt Ruffford, ja, du solltest mal einen Rückzug holen. Kylo vergleicht sich wieder mit Vader und sagt, hat Vader einen Rückzug gemacht? Ruffford sagt, nein, er hat einiges getan, bevor der Gott kam. Er kämpfte und Tausende sind auf beiden Seiten gestorben, aber es ist kein Wettbewerb. Jedenfalls sieht man halt quasi so eine Parallele jetzt, also wie Vader kommandiert hat und Kylo halt im Vergleich. Und jetzt sehen wir deren Gott, ein fettes Silo-Beast. Kylo gibt den Befehl, auf es zu feuern und Ruffford fragt, du weißt schon, dass Silo-Beaster unbesiegbar sind. Kylo antwortet, nichts ist unbesiegbar und das gerade kommende Shuttle nutzt Kylo jetzt als Gelegenheit, um an das Beast heranzukommen, wovon ihm sein Berater ganz klar abrät. Ja, und Kylo fliegt dann erstmal ganz genüsslich in den Rachen vom Beast. Ruffford ist schon sehr voreilig und denkt, Kylo wurde jetzt verschluckt. Aber der Admiral sagt, schau doch. Und ja, wie es scheint, hat Kylo das Beast von innen heraus vergewaltigt. Und das sorgt dafür, dass die ganzen Benathi jetzt niederknien, denn ihr Gott ist tot und nun verehren sie nur noch die erste Ordnung, die Kylo sagt. Ruffford fragt, weißt du noch, wie ich gesagt habe, dass es kein Wettbewerb ist? Kylo antwortet, ja. Du hast gewonnen, sagt Ruffford. Ja, Freunde, ein bisschen wie beim Rey-Comic wurde halt wirklich nicht so richtig gezeigt, wie das Monster besiegt wurde oder wie sie halt geflüchtet ist, also Rey. Aber gut, halt von innen heraus diesmal und ich denke, darum ging es denen halt auch nicht so und ja, deswegen wurde das jetzt nicht so genau gezeigt. Wie fandet ihr den Comic? Ballert's mal in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie Kylo Ren mit Snoke
die Höhle des Bösen auf Dagobah besucht hat und was dort passiert ist. Gebt euch das dann im Abspann, wenn es dann nicht mehr ist, im angepinnten Kommentar. Gerne auch Videovorschläge in die Kommentare ballern. Und wenn ihr nichts mehr bezüglich Episode 9 und so weiter, was noch kommt, verpassen wollt, aktiviert die Abo-Glocke, dann werdet ihr auch benachrichtigt. Ansonsten haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.